Ja, hallo meine Freunde. Und zwar, heute gibt es einmal ein Video über das Thema günstige Autos, die sehr günstig in der Anschaffung sind und noch viel günstiger im Unterhalt. Deshalb möchte ich euch heute vorstellen den wunderschönen 306er Peugeot. Das Auto ist an sich sehr günstig zum Kaufen. Also ein Beispiel, ich habe den damals, den habe ich jetzt das zweite Jahr, den damals für 800 Euro gekauft, mit einem frischen Pickel. Motorisiert ist er mit einem 1,9 Liter großen Saugdieselmaschine, die übrigens für mich in dem Auto hervorragend ist. Warum, möchte ich euch gleich ein bisschen näher bringen. Zum Ersten, die Autos kosten einen Schatz in der Versicherung. Dadurch, dass der 69 PS hat, kostet er selbst in Österreich unter 40 Euro Versicherung. Das ist natürlich absolut cool, weil bei uns wirst du bei der Versicherung wirklich ausgebeutet. Das muss man echt einmal sagen. Was bei dem Auto halt sehr klasse ist, und deshalb ist er auch sehr langlebig, und wenn ich da erwische, der nicht viel Rost hat, so wie der da, also es gibt genau eine kleine Roststelle bei dem Fahrzeug, und die ist da. Das ist alles, was an Rost hat. Und das ist wirklich nur oberflächlich. Also das werde ich jetzt behandeln lassen, beziehungsweise selber machen, und dann war es das wieder. Wenn ich da einen finde, so wie den, der relativ rostfrei ist, nicht unbedingt eine Laufleistung von 350.000 Kilometer hat, wobei die Laufleistung vermutlich sogar wurscht war. Die war sogar egal, weil die Autos laufen und laufen und laufen. Warum, werde ich euch jetzt sagen. Und deshalb mag ich die Autos. Ich pendel täglich 100 Kilometer. Da ist sowas einfach unausweichlich. Weil mit meinem Mercedes, wenn ich das jeden Tag mache, habe ich innerhalb von einem Jahr Wert verloren ohne Ende. Nur weil ich in die Arbeit muss. Ne? Das kann sich nicht rentieren. Deshalb haben wir so ein Zweitauto. Und mein Gattin fährt mit dem Mercedes jeden Tag. Zum ersten Mal gefällt mir sehr gut, die Dämpfer sind ab Werk verbaut. Bitte, mein Mercedes hat das nicht. Mein Mercedes hat einen Neupreis von 72.000 Euro und hat das nicht. Finde ich toll. Wurscht, darum geht es jetzt gar nicht. Wenn wir uns die Maschine anschauen. Die Maschine ist natürlich noch vom alten Schlag. Hat einen riesengroßen Vorteil. Zum ersten Mal hat sie eine Abgasrückführung ohne Partikelfilter. Das heißt, wir haben die Vorteile von der Abgasrückführung, aber keine Nachteile. Der Nachteil bei der heutigen Abgasrückführung ist ja der, dass ich mein Abgas zweimal verbrenne. Und dadurch wird der Dieselpartikelfilter natürlich mehr belastet. Das Abgas ist kühler dadurch. Ich meine, ich würde es nicht zu weit ausholen, aber es belastet einfach den Partikelfilter. Das heißt, wir haben da keinen Partikelfilter, aber wir haben eine Abgasrückführung. Das heißt, wir haben die Vorteile. Sprich, das Auto ist sehr schnell warm. Du fährst mit dem Auto rund 7 Kilometer, 8 Kilometer und das Ding heizt schon wie ein Einser und ist bereits fast auf Betriebstemperatur. Also das ist wirklich beeindruckend schnell. Weil der Kader da, das ist mein Dieselfütter. Der Dieselfütter ist nicht nur ein Gehäuse, sondern in dem Gehäuse geht das Kühlwasser mit von unten und der Diesel wird vorgewärmt. Dadurch muss das Auto relativ schnell warm sein. Ist irgendwo ganz logisch, ne? Weil sonst würde das nicht so schön laufen, wie er läuft. Der vorgewärmte Diesel ist natürlich dann viel schöner. Er wird auch viel ruhiger dann dadurch. Und ich meine, es ist eine laute Traktormaschine, ohne Frage. Aber es ist ein Dauerläufer. Weil wir haben da eben Seilzüge. Wir haben nichts Elektrisches. Also es ist wirklich, es ist so simpel wie einfach und trotzdem eine super gute Technik. Und gleichzeitig muss man sagen, du merkst einfach, dass der 306er eine Klasse größer ist als der 206er. Da reden wir jetzt von Innenraum. Wir reden von Sachen, Motorgeräusch im Innenraum, Fahrwerksverhalten. Das Fahrwerk ist ein Traum von dem Auto. Der 206er ist gut und der ist hervorragend. Der ist wirklich weich gefedert und hat eine Kurvenlage, die ist wirklich beeindruckend. Die Maschine hat ein großes Problem,
Also jetzt der 1,9D. Deshalb steuere ich das Auto auch vor, weil wir einen Diesel von Peugeot auch mal haben wollen. Weil die Autos einfach super sind für alltäglichen Zwecke. Wenn ich ein Auto brauche von A bis B, sind die Autos einfach super. Und das ist bis heute so. Sie bauen gute, standhafte Motoren. Die Autos sind recht günstig. Auch die neuen sind recht günstig, wenn man es vergleicht mit anderen Herstellern. Und im Großen und Ganzen sind die Autos einfach gut. Er hat natürlich ein großes Problem. Den Deckel, den ich da gezeigt habe, der hat er da, das ist gleichzeitig ein kleines Problem. Das ist Plastik. Dadurch, dass der im Winter natürlich kalt warm kriegt, ohne Ende, verzirkt er sich ein bisschen. Jetzt ist ganz gern so, du hast zwar keinen Kühlwasseraustritt, aber, und das ist der springende Punkt, du kriegst Luft in das System. Diese Luft im System ist natürlich eine Sau, weil ich habe nur eine Pumpe da noch vorne im Motorraum. Ich habe keine Vorförderpumpe, die man Vierer fördert. Und wenn jetzt Luft drinnen ist, dann startet die Sau einfach nicht. Deshalb mein persönlicher Tipp, 15 Euro so eine Pumpe rein, die habe ich an die Glühanlage gehängt. Also sie, so wie die Glühanlage angeht, geht auch diese Pumpe an, das ist eine Saugpumpe. Die saugt mir die Luft bis da vier. Der Sprit kommt gleich nach und das Ding läuft auch im Winter bei minus 10 Grad. Erst der Zupfer rapp und er ist da und bleibt auch da. Wenn du Luft im System hast, ist es dann gern so, dass er zwar entweder läuft und stottert bis zum geht nicht mehr, oder die zweite Variante, dem eher der Fall ist, er geht an und gleich wieder aus. Und dann natürlich dauert es ewig, bis du die Luft ausgesaugt hast und dann startest und startest und startest. Daher meiner Meinung nach die beste Lösung für den Dieselmotor. Wenn wir jetzt von dem Auto selber reden, abgesehen vom Motor, ist wie bei allen Peugeot, auch beim 206er so, die Erhaltung sehr günstig. Bremsen kosten nichts. Ich habe hinten Trommelbremsen. Diese Trommelbremsen musste ich fürs heurige Pickerl machen. Haben auf beide Seiten exklusive die Trommel, also das komplette Innenleben, wurde getauscht für 55 Euro. Das ist natürlich sehr wenig Geld, weil solche Trommelbremsen halten in der Regel 200.000 Kilometer und mehr. Deshalb, da sieht man allein, wie günstig die Erhaltung ist. Scheibenwischer für das Auto. Für mein Mercedes habe ich jetzt welche bestellt, 25 Euro. Die kosten 12 Euro. Bosch. Es ist allgemein einfach sehr günstig. Der Mitteltopf. Mitteltopf ist durchgerostet, beziehungsweise das Mittelrohr. Das Mittelrohr hat 35 Euro gekostet, war zum Zusammenstecken, eine Schraubschellen drauf, fertig. Und das zieht sich halt wie ein roter Faden durch. Es ist einfach günstig. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die teuer sind. Das AGR-Ventil ist sowas. Wird aber in der Regel nicht hin. Also, natürlich kann es hin werden. Dann gibt es auch eine Notlösung. Das ist entweder halb auf oder halb zu machen oder ganz offen. Da gibt es ein paar Lösungen, die kann man dann oder stilllegen. Überhaupt, das AGR ist in dem Fall nicht notwendig, weil er eben keinen Partikelfilter hat. Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich sage, okay, das könnte teuer werden, wenn es hin ist. Und die Einspritzpumpe selbst. Wenn die hin ist, ist natürlich auch. Da kostet eine neue 1500 Euro, das kriege ich fürs Auto nie mehr. Dann bleibt man natürlich nur und wirklich nur die Lösung, die DO dichten zu lassen. Aber sowas kostet gleich mal 300, 350, 400 Euro. Das sind halt die dicksten Brocken. Die hast du aber auch bei allen Autos, das müssen sich klar sein. Wenn ihr euch allgemein für einen 306er Peugeot interessiert, wurscht ob Diesel oder Benziner, dann rate ich euch immer zu den Phase 2 Modellen, sprich die Facelift Modelle. Die erkenne ich an den Klarglasscheibenwischern da vorne, Scheinwerfern. Die schauen dann nämlich so aus. Der andere, der hat nämlich das Trübglas, beziehungsweise erkenne ich es auch an den Nebelscheinwerfern, die sind ein bisschen anders angeordnet. Und was haben wir noch? Die Rückscheinwerfer sind ein bisschen anders, aber auch nichts Aufregendes. Wo ich es aber ganz sicher erkennen kann, ist auch, die Phase 2 hat da eine Rathausschale drinnen, aus Plastik. Dieses Plastik ist Gold wert, weil die Phase 1 Dinger, wenn man den Kofferraum aufmacht und die in Federdom oben anschaut,
sind die meistens durchgegammelt. Durch das langjährige Salz, Wasser und Dreck und werden die halt hin. Das haben, da hat Peugeot damals nachgebessert und die Phase 2 Modelle sind hervorragende Autos. Also wenn einer wirklich sagt, ich suche mir ein günstiges Auto von A bis B, ist das wirklich mehr als genug. Man kommt von A bis B, man verbraucht wirklich wenig. Also ich fahre jetzt täglich 100 Kilometer, ich fahre auch Autobahn mit ihm. Für das ist er fast nicht geeignet. Er schafft es natürlich. Aber du fährst halt, wenn du 130 Autobahn fährst, hast du ungefähr 3500 Umdrehungen pro Minute durchs Fünfganggetriebe. Ne? Finde ich persönlich jetzt auch nicht unbedingt tragisch, aber es ist halt einfach so. Der Verbrauch hält sich dennoch in Grenzen, weil wenn ich den normal fahre in die Arbeit und heim und nicht unbedingt fahre wie ein Henker, dann bin ich unter 6 Liter. Das halte ich für persönlich sehr gut, weil mein Mercedes, okay, der hat eine viel neuere Technik, der, mit dem schaffe ich es vielleicht in 4,5 Liter. Aber im Endeffekt, er tut sein Ding. Das Klasse ist natürlich, es gibt die Autos auch mit Anhängerkupplung. Wenn er nicht sagt, oh, mit dem kannst du nichts ziehen, das ist ein Blödsinn. Einen normalen Hänger mit 750 Kilo hänge ich da immer zu wie. Der hat leider keine Anhängerkupplung, er kriegt jetzt aber eine. Und ja, wenn wir sie ehrlich sind, die Autos sind nicht schier. Also sie schauen eigentlich recht schön aus. Natürlich eine schönen Felgen auf, wie vielleicht die Scheiben noch tönt. Und das Ding steht eigentlich okay da. Und man hat ein super Auto von A bis B, das sehr bequeme Sitze hat. Auch das Innenleben, der hat jetzt 180.000 Kilometer. Die Sitze gehen an keiner Stelle irgendwie auf. Das Auto ist bei mir immer dreckig, weil es ist für mich ein Nutzfahrzeug. Hinten hat man ausreichend Platz. Also ich bin jetzt 1,90 groß. Wenn man sich das anschaut, im X5 von meinem Schwager hat man nicht so viel Platz hinten, wenn ich da drinnen sitze. Also er macht sein Ding super und ist dabei günstig. Was will man eigentlich mehr? Wenn Interesse besteht und ihr habt Fragen, bitte immer reinschreiben. Wenn ich euch helfen kann, helfe ich euch immer. Wenn es Fragen gibt, auch für andere Modelle von Peugeot, fragt es einfach. Wenn ich euch helfen kann, helfe ich euch gern. Meine Meinung ist aber, wenn ihr euch ein Auto kauft, das wirklich als Nutzfahrzeug da sein soll, dann kauft euch ein altes Auto oder älter, so zwischen 2000 und 2005. Wir haben jetzt das Jahr 21, das heißt, es sind zwischen 20 und 15 Jahre alt. Da war die Technik noch so, dass du sagst, der war für lange Zeit gebaut und gleichzeitig ja, die Vorzüge vom modernen und gleichzeitig aber auch die Vorzüge vom alten. Weil moderne Motoren verbrauchen natürlich weniger und bla bla bla. Du bist dort nicht weit davon entfernt. Und im Großen und Ganzen macht das Auto super seinen Dienst. Wenn ich den richtig fahre, so wie bei mir, kriegt er halt immer wieder die Autobahn. Da hat er halt seine 3.500 Drehungen. Du merkst, dass das Auto die volle Leistung hat und er geht ausreichend gut und verbraucht dabei eigentlich einen Schatz. Und deshalb sage ich, die älteren Modelle im Allgemeinen, für jemanden, der wirklich sagt, hey, ich brauche nur Auto von A nach B oder arbeiten oder wie auch immer, oder er hat eine Baustelle daheim und will sein anderes Auto nicht zusammenreißen, da ist sowas einfach super. Das macht Spaß, der ist lustig zum Fahren und kostet nichts. Wenn was hin ist, es kostet nichts. Wie gesagt, ich habe in das Auto bis jetzt maximal 200 Euro stecken müssen. Da rechne ich aber bitte das Pickel mit. Das kostet auch 65 Euro und das war's. Und ich fahre aber schon das zweite Jahr und bitte 60.000 Kilometer. Weil wir haben auch gerade daheim eine Baustelle und ich bin sehr, sehr viel mit dem gefahren. Teilweise schwerst überladen. Ich habe teilweise hinten zum Beispiel einmal 500 Liter Hartzoll geführt. Das Auto war hinten um 15 cm tiefer und ich bin so 100 Kilometer gefahren. Unter anderem habe ich zum Beispiel auch Beton damit geführt. Da hat ein Sackerl 40 Kilo. Ich hatte fast 18, also kannst du sagen 18 und ein angefangenes Sackerl habe ich drinnen gehabt. Also ich habe das Auto wirklich schon gequält. Aber er macht alles super mit und nimmt es einfach hin. Deshalb meine Meinung, kauft euch sowas, wenn es was Billiges von A bis B braucht.
Ja, ich war da jetzt fertig. Ich hoffe, ich habe euch erklären können, was ich für gut halte an dem Auto oder an diesen Autos. Warum ich mir immer wieder für so ein Auto entscheiden werde. Das habe ich euch, glaube ich, jetzt auch ziemlich gut erklärt. Und im Endeffekt, ja, es ist ein Auto. Natürlich, wenn ich will, dass die Leute sagen, wow, was fährt der für dicke Kisten, bin ich mit sowas falsch. Aber wie viele sind es wirklich, die sowas brauchen? Ich persönlich nicht. Ich habe zwar ein schönes Auto daheim, aber das habe ich nur, weil, ja, meine Frau wollte es gern und deshalb haben wir das gekauft. Und wieso nicht? Aber im Großen und Ganzen, ich fahre genauso gern mit dem Auto wie mit dem Mercedes. Und ob ihr das jetzt glaubt oder nicht, das ist ganz egal, es ist tatsächlich so. Na gut, Leute, es wird finster, ich muss los. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, bye bye.